White Russian, immer eine Packung Eis dabei. Ja, ich möchte darauf hinweisen, die Stimme von Dys war nicht meine Idee. Ich hätte auch nicht zugestimmt, denn manche Dinge sollten wir nicht tun. Außer Hodendrogen. Und flirten. Und aufnehmen oder spielen oder alles, was so in den letzten Wochen passiert ist. Heute wird es natürlich viel besser, weil Mahina dabei ist und wie man ja schon immer gemerkt hat, Mahina ist eine ruhige Person, die rastet nicht so aus wie die anderen beiden Bitches, sondern die ist da einfach mal ein bisschen auch ein beruhigender Faktor, der positiv einwirkt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entspannt zurücklehnen und das hören. Es geht in der Story nur so mäßig weiter, also der komische Teil da mit Blasen und Long Island Eistee und Red Russian verdampfen und was es da noch so gab, der wird noch kurz weitergeführt, aber ist nicht so unendlich lange. Ist ja auch relativ irrelevant. Und ansonsten ist es jetzt auch nochmal eher fluff. Man musste ja auch nochmal Lexi ein bisschen einbinden. Und in der darauffolgenden Folge, da geht's dann mal tatsächlich mit diesem Shadowrun oder was, also mit diesem, also ja, damit geht das dann mal weiter. Aber jetzt nochmal ganz entspannt und wie gesagt, mit Mahina ist es ja eigentlich immer, es entgleist halt nicht, das halte ich für sehr wichtig. Da wird auch nicht gesungen und das sollten wir auch generell lassen, immer. Also, viel Spaß und bleibt geil! Und ihr seid noch am Feiern und die Lage mit etwaigen Sicherheitsbeamten hat sich ja normalisiert. Ja. Nach einigen tollkühnen Tests hatte sie sich zumindest vorerst neutralisiert. Gut. Ich glaube, ich will gar nicht so genau wissen, was ihr letztes Mal angestellt habt. Das klingt ja alles schon wieder schwer abenteuerlich. Ha! Durch die blaue Lagune rollt ein Heuballen. Genau. Warum denn eigentlich? Was ist denn jetzt wieder passiert? Gar nichts ist passiert, aber es ist gerade so still. Wieso den Blues? Genau. Wieso tut sie denn Blues? So. Ja. Ich hab vergessen mal die Hälfte. Ah. Wo waren wir stehen geblieben? Auf die Salami. Gammelten in der Hängematte. Ja, stimmt. Richtig. Ja, stimmt. Doch, mit unserem richtig. Long Island Iced Tea. Den du in einem Zug leeren wolltest, gell, junge Dame? Nein. Ja, hast du gesagt. Nur die Haken kommen in den Garten. Ja. Also, ich erinnere mich auch an so eine Ansage. Ja, nicht M. Nein. Es gibt keinen Long Island Iced Tea. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Genau. Das ist jetzt aber schlecht, wenn wir schon mit dem Zeug jetzt anfangen müssen. Sonst ist es ja immer gut bei uns, ne? Und total innovativ. Macht doch mal Party hier, was ist denn los mit euch? Ja, Jojo, sollen wir mal hier jetzt noch direkt vorbeifahren? Ich bin noch wach. Also was, wo willst du noch vorbeifahren? Ja, da, wo wir gesagt haben, dass wir jetzt noch hinfahren. Hä, du wolltest doch noch mit Marina sprechen. Jetzt? Ja, jetzt! Lass doch mal anrufen da. Da geht was. Was geht wo? Hä? Ich bin verwirrt. Bei Marina, ruf Marina. Warte, ich ruf Wieso Marina. Soll ich? Das ist deine ich Cousine. Ich rufe jetzt bei Marina an, sag ich doch gerade. Ich hab doch ihre Nummer nicht mal. Hör doch jetzt zu! Nein! Außerdem habe ich schon wieder nichts mehr zu trinken. Ich gehe mir jetzt was zu trinken holen. Willst du auch was? Wieso hast... Ja. Wieso denn Blues? Alles klar. Wieso denn Blues? Was willst denn du? Long Island Iced Tea sind wir doch dabei, oder? Achso, noch einen? Also ich will jetzt eigentlich erstmal irgendwas ohne Alkohol. Aber ich bringe dir gerne einen Long Island Iced Tea mit und Bringen wir mal einen Long Island Iced Tea. Ich finde gerade keine Lesbe von der Bar, die ich dir mitbringen könnte. Gut, egal, dann wird's nur Lesben ist auch kompliziert bei mir. Du musst doch da, das sind doch spezielle... Ja, ich weiß, aber irgendwie... Warte, irgendwie... Na, ich finde schon was. Mach du mal. Bestimmt. Mach du. Vielleicht. Eigentlich nicht. Aber das ist egal. Getränke finde ich für dich. Gut, genau. Bis gleich. Nicht viel schnacken, Kopf in den Nacken. Habt ihr noch im Kopf, wie spät es ungefähr war? Ich müsste jetzt es war schon relativ.
9 und 10. Nee, 10. Es war schon später. Nee, ihr habt nämlich noch ein bisschen Also es müsste jetzt schon mindestens 12 oder sowas sein. Okay. Ja, okay. Ab 8 kommt man da doch erst rein. Ich glaube, so gegen 11 oder 12 kannst du... Ich sage jetzt einfach, es ist 23.24 Uhr und 57 Sekunden. Ja, Mahina, du machst Spätschicht und dein Ding rappappelt. Weil alle Dinger bei uns rappappeln. Natürlich. Achso, das heißt, dein Comlink klingelt. Wollte ich nochmal kurz zur Erklärung vielleicht. Ja, das hatte ich schon soweit gecheckt. Und zwar ist es das Comlink, nicht vorm Laden. Ja, dann gehe ich ran mit Hallo. Wer spricht da? Kurzes Überlegen, kurzes Stimme sortieren, nochmal aufs Display gucken. Okay. Aufs Display. Das Display ja, finde ich gut. Harre, das Display, genau. hi, Billy. Hey, wo bist du denn gerade? Arbeiten, wieso, wo seid ihr? Im Spaßbad. Im Spaßbad, okay, das klingt lustig. Das impliziert auch der Name bereits, oder? Ja, bestimmt. Oder ist es, ja. Hör mal, was machst du heute Abend noch? Bist du gerade fertig gearbeitet oder bist du irgendwie gerade am Feierabend machen? Naja, also Geisterstunde haben wir noch geöffnet, aber um 1 kann ich hier dicht machen, wenn ich noch 30 Kunden im Laden stehen. Wir kommen jetzt noch bei dir vorbei. Wie lange brauchen wir bis dahin? Weiß ich ungefähr, wie lange wir... Also bin ich noch imstande abzuschätzen, wie lange wir brauchen bis dahin? Dein Pink Panther sagt dir ungefähr... Fahrzeit um die Uhrzeit 40 Minuten. Echt, so weit? Das war ja in Sokol. Pink Panther vor Sevin. Ja, also pass auf, 40 Minuten sind wir da. Wir müssen uns noch umziehen eben, aber dann sind wir da. Versprochen. Ja, kein Stress. Wie gesagt, ich kann hier eh frühestens um 1 zumachen. Gut, dann sind wir da. Okay. Dann geht's ab hier. Tschüss! Ich koch dir schon mal einen leckeren Kräutertee, Billy. Der tut dir gut, ne? Yep, okay. Das hast du nicht umsonst getan jetzt. Wieso? Was willst du machen? Nix, bis gleich. Mir den Hintern versohlen? Das endet im Vorspiel. Nee. Bis gleich. Natürlich. Was denkst du denn? Okay, kein Tee. Alles klar, schon verstanden. So muss das sein. Siehst du, so bringt man Leuten das Hören bei. Ja, dann bis gleich. Ich muss hier noch ein bisschen was tun. Gut. Mahina schüttelt nochmal den Kopf und bearbeitet die Bestellungen, die noch offen sind für diese Nacht und beeilt sich ein bisschen. 4 Stierklöten. Bullklöten. Froschbeine. Froschklöten auch. Molchaugen. Molchklöten auch. Molchklöten. Das Haar einer Hexe. Kaulquappenklöten. Haben Kaulquappen eigentlich Klöten? Ich glaube, die haben auch Klöten. Bestimmt, oder? Bei selbst aussehende Klöte. Ich finde das gerade irgendwie schwierig. Sag mal, was für Menschen hängst du ab, dass die solche Klöten haben? Echt? Wie Kaulquappen? Ich weiß nicht, Hallo! Was denn? Ich weiß nicht, ob jemand Klöten hat wie Kaulquappen, aber ich frage mich gerade echt, wie Kaulquappenklöten aussehen. Na, wie Kaulquappen halt. Ist das jetzt wichtig? Nein, ja, welche aber Klöten darum haben schon lange Amphibien, nicht mehr. Die keine Klöten haben? Ach, ihr seid doof. Nicht doof als sonst. Nicht doof als ich vor allem, oder? Das hast du jetzt gesagt. Und ihr gedacht. Nicht gedacht. Und auch unsere Zuhörer haben. Komm zum Punkt. Wo ist denn jetzt Jojo, verdammt? Die steht an der Bar mit beiden Getränken und labert mit irgendjemandem, der ihr nur halb zuzuhören scheint, in einem sehr, sehr starken Tempo und Schwall. Also da kommt alles raus, die ganze Seele wird vor ihm breit getreten. Also eigentlich wie immer. Ja, wie immer mit Ex und Alkohol. Schön. Ich ziehe sie jetzt da weg. Jojo. Hä? Was? Wir müssen los. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja los. Tschüss. Und sie geht. Tschüss, ne? Also, auf geht's. Umziehen. Wir fahren jetzt bei Mahina im Laden vorbei. Und das sind so wieder meine Ös. Mach mal einen Satz draus. Nee. Nicht wirklich. Okay. Jo. Umziehen. Voll gut. Lass uns mal umziehen. Ach nee, anziehen. Nicht umziehen. Anziehen. Und umziehen. Wieso anziehen?
Ach so. Ich wollte gerade sagen, Mantel drüber und damit wäre Billy doch eigentlich fertig, oder nicht? So ist sie hergekommen. Richtig. So war mir doch. Du kannst das ja gar nicht, bitte. Du hast mich letztes Mal angeschissen von wegen, ich komme dir dann wieder mit irgendwas, das hast du vorher nicht angesagt und damit würde ich dich ficken und genau das tue ich jetzt aus Prinzip. Hast du eigentlich Wechselklamotten, die trocken sind dabei? Ich hab meinen Wir sind doch schon lange nicht mehr nass. Scheiß, Alter. Wir waren 3 Stunden nach deiner eigenen Ansage jetzt draußen aus dem Wasser. Wie soll ich denn da bitte noch nass sein? By the way, kein Co-Sketch, also kann ich auch keine nassen Dings malen. Ich bin schon längst beim Co-Sketch am Malen und wundere mich, warum ich alleine male. Ich hab doch mitgemalt. Ich hab auch vor, mit Blumen zu malen. Wer hat denn Co-Sketch gepostet, ohne mir was zu sagen? Ich schon vor 10 Stunden. Du bist ein Penispansen, Alter. Als du gesagt hast, mach mal Co-Sketch, habe ich das getan. Da ist es. Du hörst ja auf mich seit neuestem. Hoppala. Aber wir haben eine Sonne. Ach, schön. Ich verstrahlte Brunsbüttler Blumen. Blumen, ey. Wenn du jetzt Blumen gemalt hättest, die aussehen wie Penisse, ne? Wäre das okay gewesen. Aber Blumen? Wirklich? Ich gleich mich noch auf das Gruppenniveau an. Gib mir eine Chance. Zu spät. Du hattest genug Chancen. Zu spät. Ich hab's verkackt. Ich geh in die Ecke und schäme mich. Das ist das Mindeste. Mal die kleine Schwänze in meine Ecke. So. Kann bitte mal jemand diesen da mal ein Genitiv draus machen, bitte? Das ist ja schlimm fürs Auge. Welcher denn? Ganzes sein Penis, Alter, bitte. Nee. Also. Ist doch super. Na gut. Wir können auch schreiben, Ganfis dessen Penis nach Jojo. Also wir sind im Pink Panther auf dem Weg zu Jojos Haus. Ja, bitte. Und sind trocken. Und ich habe meinen Pelzmantel natürlich sofort angezogen, nachdem wir im Auto angekommen sind. Ja. Und der Spieler ist tot. Um das mal abzukürzen. Dankeschön. Ihr seid da. Und was ist falsch mit Gunfist sein Penis? Das ist doch voll toll. Ja, genau. Gut. Ja, schön, wir sind da. Wo sind wir jetzt? Bei Jojo? Ja, klar. Das Auto steht jetzt da und jo. Soweit ich mich weiß, hat sogar doch... Garage. Genau, hat doch Berlin eine Dauergarage bekommen. Also für einen Monat oder mehr. Och, er gesteht mir immer mehr Sachen ein. Dir ist wirklich schlecht wegen dem, was du mir angetan hast mit der Milz, ne? Nö. Okay. Ich dachte. Ich glaube, das schlechtere Gewissen hat er auch eher Flummi gegenüber, deine Milz. Ach komm, das ist doch da hat bei Flummi gegenüber habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil ich mit der das ja wieder auch noch einspielen musste, damit die wieder zurechtkommt. Da ist hier aber ihr Wissen, ist fehl am Platz. Mhm. Ja, schön. Sachen, die keinen interessieren jetzt bei White Russians. Ist da irgendwas bei uns, was irgendjemand interessiert? Wir? Nein. Das ist eigentlich so ganz arrogant. Das passt schon besser. Gut. Also, Autogarage, ihr ja. Davor. Und gehen in Richtung der Wohnung, des Ladens, des Etablissements. Des Namens von, geleitet von dem Menschen, dessen Name nicht genannt werden kann, der zum Glück auch nicht da ist. Ach, da bin ich aber froh. Wieso denn? Die Nachtschichten schiebe ich, glaube ich, immer alleine. Hallo! Was wollten wir jetzt nochmal hier? Wenn ihr in den Laden reinkommt, werdet ihr auch sehen, dass der nicht wirklich beleuchtet ist. Die einzige Beleuchtung, die da jetzt gerade ist, besteht aus Kerzen. Und Mondlicht natürlich. Das sagt Jojo beim Reinkommen. Mach doch mal das Licht an, Kind, ist schlecht für die Augen. Kann doch keiner lesen. Hallo, du einer. Den Lichtschalter? Ich brauch sie nicht mit mir. Also, ich kann ganz gut gucken. Ich hack den Lichtschalter. Es gibt keinen Lichtschalter. Warum gibt's hier keinen Lichtschalter? Warum wollt ihr denn unbedingt Licht? Jojo geht auf die Suche nach einem Lichtschalter. Weil damit du unsere Blinker siehst. Wir sind aber ein bisschen lichtempfindlich ohnehin. Wir sollten vielleicht doch nicht so viel Licht anmachen. Wir haben Sonnenbrillen wahrscheinlich auch auf. Du hast eine Sonnenbrille noch auf, Jojo. Deswegen willst du Licht anmachen. Nimm mal die Sonnenbrille ab, verdammt. Oh, scheiße. Okay, ich würde die gerne beide mal scannend betrachten. Die scheinen latent neben der Spur zu sein. Oder täuscht das? Willst du auch eine Sonnenbrille haben? Jojo setzt Mahina eine Sonnenbrille auf. Wo hast du die jetzt noch her? Die Sonnenbrille von meiner Nase. Ja, Meister. So. Mensch, du hast doch selbst gesagt, ich habe eine Sonnenbrille auf. Das habe ich doch schon wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Mahina blinzelt. Aber du solltest mich doch daran erinnern, dass ich noch eine Sonnenbrille auf habe, Mensch.
Marina blinzelt über den oberen Rand der Sonnenbrille und mustert euch beiden Kopfschütteln. Okay, es sieht so aus, als würdet ihr gerade vom Feiern kommen. Wir kommen das nicht vom Feiern, wir sind am Feiern. Richtig, wir sind noch lange dabei und das ist noch was. Ich habe vergessen, wie ich angefangen habe. Billy, du solltest mich doch daran erinnern, was ich angefangen habe zu sagen, damit ich mich daran erinnern kann, während ich den Satz zu Ende spreche. Warum machst du das nie? Wann denn? Und außerdem lässt du mich ja nie ausreden, deswegen. Ich lasse dich immer ausreden, ich bin nämlich höflich. Lüger? Das auch, ich bin ein höflicher Lüger. Ja. Siehst du? Und du hast mich nicht... Hä? Was? Was habe ich nicht? Marina setzt sich auf den Tresen und beobachtet das Schauspiel. Kommentarlos, aber schmunzelnd. Ich weiß nicht, was du nicht hast. Wieso sagst du so böse Sachen zu mir? Was habe ich denn jetzt gesagt? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Gut, warum sind wir nochmal hier? Irgendwas hast du nicht gemacht. Marina, ich habe ganz schlechtes Gewissen. Ich wollte auch unbedingt mit dir reden. Und komm mal her in meinen Arm jetzt. Komm mal zu mir. Komm mal her. Ja, Marina macht einen Hüpfer runter vom Tresen, kommt zu Billy und drückt sie auch erstmal ganz herzlich. Komm mal her. Ich habe ja noch gar nicht Danke zu dir gesagt für all, was du gemacht hast mit mir. Es ist so lieb gewesen, was du gemacht hast für mich. Keiner, du fängst jetzt hier aber nicht an zu heulen, oder? Doch, ich muss anfangen zu heulen. Es ist alles so schlimm. Ja, so an Billy vorbei, latent flehender Blick zu Jojo. Ja, alles ist gut und weiß doch so, Familie und wir halten doch ja, zusammen und Marina tätschelt dir den Rücken brügen. Ah, oh, schön. Kommt das jetzt zusammen? Hast du deine Tage? Ja, ganz dolle. Du bist sonst immer nur so, wenn du deine Tage hast. Lass mich doch meine Tage haben, verdammt. Ich werde doch noch meine Tage haben dürfen, oder nicht? Natürlich darfst du deine Tage haben, aber warum hast du denn nichts gesagt? Dass ich meine Tage habe? Ja, dann wüsste ich jetzt wenigstens, dass du empfindlich bist. Ich bin immer empfindlich. Ach ja, stimmt, du bist ja eine Lady. Like a lady. Eine Lady, die Sabberblasen macht. Marina versucht bei der Umarmung möglichst nicht direkt irgendwie im Dunstfeld von der Billy zu stehen, um nicht gleich Instant Bride zu werden. Nee, Jojo springt vor Billy und hält dir ein OB vor die Nase. Das ist für die Hand, ne? Wenn man mal wieder aus der Hand blutet, blau. Psst, ja, genau. Ja, und danach kann man damit schwimmen und reiten und Fahrrad fahren und so. Reiten ist gut. Das kannst du auch in Schusswunden reinstecken. Was für Schusswunden? Das dehnt sich dann aus und dann verschließt das die Wunde. Voll eklig. Tipps für Shadowrunner, die bluten. Nicht nur Frauen. Indeed. Sind wir hier allein? Marina, sind wir allein? Warte. Ja. Jojo pustet gerade die Kerzen aus. Mit dem Unterkiefer nach oben geschoben, ne? Wunderbar, super. Es kommt ein feiner Speichelregen. Ups, Entschuldigung. Lecker. Wo ist denn dein Chef? Schlafen, okay. Wohnt das heißt, er auch hier? Ne? Ich glaube, der hat seine Wohnung hier auch in der Nähe, aber wenn ich Nachtschicht mache, ist er eigentlich nie da. Okay. Er arbeitet ja schließlich den ganzen Tag. Er darf dann auch Feierabend machen. Marina hat so ein jovial gönnerhaftes Lächeln, nickt dabei so ein bisschen. Außerdem finde ich es ganz entspannt, den Laden hier alleine zu schmeißen. Und wie lange musst du jetzt noch ran, die Chip? Wie schon erwähnt, kann ran ich meinen Feierabend machen. Wir müssten eigentlich jetzt Marina auch noch auf unser Level irgendwie bringen, oder? Marina, next leveln. Ja, level sie mal. Alles klar. Marina, warte, du kriegst gleich ein Level ab. Wie spät ist es denn, Meister? Das weißt du doch nicht. Es ist 12:30. Okay, Mädels, in einer halben Stunde, wenn ich den Laden abgeschlossen habe, bewege ich mich gerne auf euer Level und feiere auch gerne mit. Hätte ich ja, auf jeden Fall dann würde ich sagen, du musst jetzt damit anfangen. Jetzt! Richtig, jetzt dann haut das genau rein. Zeit. Das haut genau rein. Es wurde mir zugeflüstert. Von Billy! Warte, ich komme gleich wieder. Beziehungsweise auf was feiert ihr denn gerade? Jojo rennt gerade aus dem Laden raus, hoch in ihre Wohnung. Die kommt gleich wieder. Guckt etwas konsterniert hinterher, schüttelt dann aber nur leicht den Kopf und wenn sie dann außer Hörweite ist, dreht sich Marina zu Billy um. Okay, es scheint so, als würde es ihr besser gehen. Ja,
Ich glaube auch, aber nach dem Tag geht's allen besser, immer. Wie geht's dir denn? Was ist denn das in deinem Glas da? Das sieht ja aus. Eingelegte Froschaugen. Schüttel die bitte nicht so. Warum, für was braucht man das denn? Wenn du mir voll kotzt, muss ich gleich noch wischen. Reiß dich zusammen. Oh Gott, das ist ja übel. Wir müssen, Wenn du kotzen musst, geh bitte raus. Auf dem Fußweg ist mir das egal, aber den Laden muss ich wischen. Ich muss nicht kotzen. Ich muss nie kotzen. Ja. Ich glaube. Ach ja, und ich stink nach Alkohol, so wie es hier geschrieben wird vom Spielleiter. Natürlich stinkst du nach Alkohol. Wir hatten nur zwei, wir hatten einen White Russian, bevor wir hin sind. Dann hatten wir zwei, wie hießen sie gleich wieder? Long Island Iced Teas. Das war's. Mehr hatte ich nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe eine Fahne nach Alkohol. Elfen stinken schneller nach Alkohol. In deiner Welt vielleicht. Ja, wo sind wir denn? In meiner Welt! In meiner Welt! Frechheit. Warte! Das geht nur einmal. Und in meiner Welt stinken Elfen immer nach Alkohol. Und nach Schweiß. Und nach Schweiß und nach Scheiße. So sieht's nämlich aus. Die gerne schon nicht auch alle prüde und konservativ. Prüde und. Jojo kommt wieder in den Laden gerannt. Und außer Atem wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich fünfmal hingefallen. Hier! Gott! Du hast dein Ticket ins nächste Level! Ich dachte, das, was Jojo ihr gerade vor der Nase rumwedelt. Es ist eine kleine Pappe. Und da ist ein Teil drauf. Also, es ist halt. Du musst dir das vorstellen, du hast so ein. Eine Pappe, die ist halt so, weiß nicht, 5 cm lang, 3 cm breit. Und sie hatte halt so ein Achtel davon in der Hand. Und von dem, was du sehen könntest, so was man sich denken könnte, möge es ein Teil des Gesichtes sein des berühmten Musikers Brandon Task. Okay. Und mit Brandon Task geht nie was schief. Wie schnell setzt die Wirkung ein? Was habe ich da so an Erfahrungswerten sozusagen? Du weißt nicht, was es ist. Es ist eine Pappe. Ja, wird ja dann in LSD-Richtung gehen, nehme ich mal an. Kann sein, kann ja auch alles andere sein. Ja, 20, 30 Minuten so, aber es kann halt wirklich viel sein. Du kannst ja alles irgendwie auf eine Pappe träufeln und dann schön gemütlich schlucken. Oder auch nur auf der Zunge behalten und nicht schlucken. Ja, kommt ja trotzdem über die Schleimhäute in den Körper. Wie lange hat Jojo gebraucht für hin und her? Also wie spät ist es, als sie mir das Ding vor der Nase rumwinkt? 2:30 später. Ihre Wohnung ist quasi die Treppe rauf. Okay, Mädels. Ticket-Shop. Ich bin der Ticket-Shop. Ticket. Willst du ein Ticket kaufen? Kabam. Möchtest du ein E kaufen? Nein, nicht? Gib mir doch noch eine Viertelstunde. Ich muss hier noch kurz... Meine Damen und Herren, Fahrkartenkontrolle. Wer hat kein Ticket bis jetzt gelöst? Jojo wird mal das Ticket aus der Hand gezogen, in der Hand behalten und dann gehe ich mal eben kurz zur Kasse und mache schon mal alles soweit Feierabend hier. Guck mal, wie es so vorsichtig ist. Entwerten Sie Ihr Ticket bitte jetzt, junge Dame, ansonsten muss ich Sie leider aus der Bahn werfen. Und das macht sie. Dieser Job. Aber, Ticket, jetzt. Rein da. Immer mehr. Rinne. Mund auf. Okay, sag, streck die Zunge raus. Ich würde gerne über Fingerfertigkeiten so tun, als würde ich mir das Ticket einfahren, es aber in der Hand behalten und dann irgendwie in der Tasche verschwinden lassen. Dö. Würfel mal. Ja. Das musste jetzt sein. Das ist eine wichtige Situation. Auf jeden Fall, sowas muss gewürfelt werden. Also wenn ein Messer in den Rücken fährt, da wird gar nicht erst gewürfelt, aber das hier ist wichtig. Definitiv. Auch ihr beide könnt natürlich Wahrnehmungen dagegen schmeißen und ihr dürft euch das abziehen, was ihr für gerechtfertigt haltet. Oh. Also viel. Next level. Weiß ja eigentlich, ne? Ich würfel ein. Ich lass jetzt die Spielmechanik raus. Ich würfel ein Würfel und wenn ich eine 5 oder eine 6 hab, dann sehe ich was, okay? Nur wenn sie weniger Erfolge hat als du. Ach so, scheiße. Du kriegst eben nur 1 wegen Apes. Ich hab eine 1.
Alter, die Packung da hinten. Die Froschaugen gucken mich noch an. Ja, diese Froschaugen sehen voll interessant aus. Das ist total krass. Die scheinen so ein bisschen das Restlicht, was du halt siehst von draußen, vom Walde, zu spiegeln. Das ist total geil. Von draußen, vom Walde? Patzer! Du hast einen Patzer, Flumi? Ich hab einen Patzer. Denk dir mal was aus. Du siehst, dass Mahinas Hand komplett in ihrem Mund verschwindet. sie isst ihren eigenen Kopf. Nochmal? Ich hab immer... Sie versucht gerade, ihre Faust in ihren Mund zu stecken. Ja, Mahina grinst sich ein... Vielleicht zeige ich es dir später nochmal. Und dann würde Mahina versuchen, möglichst zügig den Laden auf Feierabend zu trimmen, damit ich auch wirklich pünktlich den Laden zumachen kann. Das gelingt dir. Dö. Scheinbar. Ja, läuft. Nach Abschließen des Ladens möchte ich bitte nochmal über Fingerfertigkeiten versuchen, mir tatsächlich das Ticket einzufahren. So, dass sie nicht checken, dass ich es eben gerade nicht geschluckt habe. Und das Ganze die beiden checken gar nichts mehr. Ja, ich würde es gern versuchen, so zu drehen, dass es für Jojo dieses Guck mal und dann nochmal in komischen, fahrigen Bewegungen mir das Ticket irgendwie, also die Hand in den Mund schieben sozusagen. Hey, Flummi, pass auf! Die hat sich gerade den halben Arm in den Hals gestopft! Geil! Mach das nochmal! Mahina nimmt die Hand wieder raus, grinst Jojo an. Nochmal! Schauen wir erstmal. Grinst sich dabei ein. Das klingt nicht so arrogant, ist ja fürchterlich. Entschuldigung. Ekelhaft. Aber deine Begeisterungsfähigkeit ist gerade echt lustig. Weißt du, wie oft ich versucht habe, meine ganze Faust in den Mund zu kriegen? Es ist mir nie gelungen. Nie. Na komm, für dich nochmal. Mahina führt nochmal langsam ihre Hand auf den Mund zu und schiebt tatsächlich auch die Finger vorne in den Mund mit rein. Hä? Sie hat sich die Hand in den Mund geschoben, deswegen. Jetzt wirklich. Ich habe es jetzt tatsächlich nochmal drauf angelegt, ihre Hand ein bisschen zu verstärken. Was sie daraus sieht, weiß ich nicht. Goal. Kannst du das bitte nochmal machen? Okay, Jojo, ich verrate dir den Trick. Ich habe mal mit einer Schlangenfrau irgendwie zusammen im Wohnwagen gewohnt und die hat mir den Trick gezeigt, wenn sie Hunger hat. Und Mahina grinst sich dabei tierisch ein. Du lügst! Du lügst, du lügst, du lügst. Die Frau isst sich nicht selbst auf. Du lügst. Du hast mich erwischt. Ha! Siehst du? Es ist nur, weil du rot geworden bist. Ja, ich kann einfach nicht lügen. Ich bin da einfach... Mahina grinst und zündet sich eine Kippe an. Wenn deine Eltern das wüssten. Ich weiß nicht, wie aufmerksam Billy da überhaupt noch irgendwas verschaltet, aber ihre Gesichtszüge werden für einen kurzen Moment tatsächlich gerade sehr ernst. Nö. Die tippt mit ihren Fingernägeln immer wieder gegen die Froschaugengläser ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Ich dachte, der Laden ist schon abgeschlossen. Ihr seid draußen. Ach, wir sind draußen. Ich habe allesamt aus dem Laden raus komplimentiert, bevor ich abgeschlossen habe. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo gehen wir 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 jetzt hin? Marshmallows? Marshmallows? Marshmallows! Ich hab Hunger! Komm, wir gehen jetzt zu mir hoch, Marshmallows essen, dann überlegen wir uns, wo wir noch hingehen. Ich habe keine Lust, hier zu bleiben. Ich will gleich noch irgendwo hin. Irgendwo hin? Irgendwo hin? Okay. Hochgehen. Jojo läuft die Treppe hoch. Stellt die Marshmallow-Maschine an. Yay! Darf ich in deiner Wohnung rauchen? Tu dir keinen Zwang an, das machen alle. Es riecht dezent und damit meine ich stark nach Gras. Alles klar, dann... Wieso? Weil Guso ein paar Wochen hier war, das saugt dich in alle Textilien. Ah. Ja, dann setzt Mahina sich im Schneidersitz auf den Sessel, würde anfangen, irgendwie zu drehen und zu rauchen. Ja, aus Jojos Marshmallow-Maschine, sie hat vergessen, eine Schüssel drunter zu stellen, purzeln gerade Marshmallows in Form der Hauptdarsteller von, Gott, wie hieß es? Bloodlines? Nee. Du meinst mit Shetty und so? Ja. Blutsbande, genau. Keine Ahnung. Also Billy wird das auf jeden Fall kennen wegen Klatsch und so. Das ist die schlechteste, 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 schlechteste Soap, die es jemals gab. Okay, also mag ich sie.
Das ist vollkommen dir überlassen, aber lies vielleicht lieber nochmal irgendwann im Fluff-Ding, was dazu steht, weil das ist wirklich hart. Okay. Mahina ist das Wurscht, die angelt sich im Runterfallen einen von diesen Marshmallows und würde dann während des Rauchens nebenbei auch Marshmallow essen und auch euch anbieten, falls ihr mögt. Jojo setzt sich irgendwann drunter und hält ihren Mund auf. Die Marshmallows passen nicht in ihren Mund, wenn sie sie nicht reinstopft. Das heißt, die Marshmallows fallen an ihrem Mund vorbei. Ich muss. Mach mal den Mund auf, ich werf dir mal eins in den Mund rein. Ah! Jojo Volltreffer. versucht zuzubeißen, während das Marshmallow angeflogen kommt. Du beißt in dem Moment zu, wo es deinen Mund erreicht und es fällt an deinen Zähnen außen herunter. Hey, ja, da hab ich aber gut Verdammt! geworfen. Ja, Wohin ich das war ein werfen kann. Einwurf. Wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen erstmal reden. Worüber müssen wir reden? Wir hatten doch, warum? Wir sind aus dem Spaßbad. Mach das jetzt wieder. Pass mal auf, ich mach dir jetzt ein White Russian. Dann machst du das wieder, was du vorhin gemacht hast mit dem. Das machst du jetzt nochmal. Das zeigst du mal, Machina. Hä? Aber das kann man doch gar nicht so machen. Das war doch, keine Ahnung, was das war, aber das geht doch nicht auf Kommando. Dann müssen wir die Rahmenbedingungen wiederherstellen. Ich weiß gerade nicht so richtig, worüber ihr gerade redet. Über Blubberblasen. Okay. Blubberblasen aus Long Island Iced Tea. Und du hast noch was anderes gemacht. Hä? Was habe ich denn noch Du gemacht? hattest Blubberblasen gemacht und dann Na, nee, nee, sind die die dir kann auch man in aber den in den Mund Mund nehmen. geflogen? Ja, die kann man in den Mund nehmen. Und komische Geräte, die ausschlagen. Das war witzig. Das war so ein Trottel. Ja, das war er. Glühmoos, genau, Glühmoos. Habt ihr Glühmoos da? Also, die ihr im Laden, Machina? Natürlich. Warte Ehrlich? mal. Da war jemand, der Glühmoos hatte und das hat bei dir ganz lustig Nein, nein, geleuchtet. nein, nein, da hat überhaupt nichts geleuchtet. Da hat's voll geleuchtet. Nein, hat's Da nicht. hat nichts geleuchtet. Es hat ausgeschlagen. Das hat es. Es hat Du ausgeschlagen, hast aber. Glühmoos im Laden, dann gehen wir jetzt nochmal kurz in den Laden. Ich will Billy zeigen, dass sie Blödsinn erzählt. Ja. Jojo geht wieder runter. Hat sich drei Marshmallows mitgenommen als Wegzehrung. Dann fällt ihr ein, dass sie noch ein Jojo in der Tasche hat und sie holt das Jojo wieder raus. Na, endlich hat sie ihr Jojo. Mahina kommt relativ verzögert hinterher, scheint zu überlegen und Was? Was denkst du Kommst du jetzt schon wieder? jetzt? Auf geht's! Los! Zackig! Los. Sonst gibt's keine Blubberblasen. Blubbel, 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 Ja, Mahina kommt hinterher. Jojo zippert vor der Tür des Ladens hin und her. Blubberblasen, 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 blubberblasen. Wisst ihr, dass ich gerade das Gefühl habe, als würden mich die Froschaugen, die da drin sind, angucken, obwohl sie das gar nicht tun? Das ist voll witzig. Und selbst wenn du deinen Kopf wegbewegst und hinbewegst und rumbewegst, dann gucken Ja, die dich und die weiter an. gucken einen die ganze Zeit an. Das tun sie wirklich. Das ist voll creepy. Das ist nicht creepy, das ist voll cool. Mahina steht hinter Jojo und mustert sie ziemlich eindringlich. Holt dann auch das Glühmoos und hält das dann mal so zu Jojo. Ihr habt gerade. Warte, warte, hier kommt mein Wurf. Bah. Ihr habt ein wenig Glühmoos in der Nährlösung drin. Ohne irgendwelche Gerätschaften, sondern einfach nur gute alte Pflanzen. Nein, Moos ist. Moos ist eine Pflanze, oder? Pilze sind Ja. keine Pflanzen. Moos ist eine. Na, wusste ich doch. Also, ihr habt da diese Pflanzen in so einer Nährlösung. Die sind schon ein bisschen älter, was ja aber nichts macht. Denn die müssen ja erstmal richtig reifen, wie Richtig, bedarfen Männer. Hege und Liebe und Pflege und so. In der Nährlösung brauchen die keine Liebe mehr und Hege und Pflege, die brauchen nur ab und zu mal irgend so ein Zeug, was du da reintröpfelst. Aber das ist irrelevant. Also du hältst das zu Jojo hin und dann Passiert gar nichts. hältst es hin. Und Siehst du? irgendwann wird Ich es hab's doch schwer. gesagt. Was? Was hast du gesagt? Na, dass da nichts ist, guck doch. Ich Nee, nee, hatte nee. recht, ich hatte Ich glaube, recht. das wäre Mach. mir vorher auch aufgefallen. Was? Wenn Jojo magisch wäre. Die ist! Ist Die sie hat, die nicht? macht doch, die macht komische Sachen immer. Die macht immer komische Sachen. Okay, pass auf. Wir waren, ich hab sie stinkig gemacht, zweimal. Und einmal hat sie Scheiß gemacht und das zweite Mal hat sie Scheiß gemacht. Ohne Vielleicht Witz. solltest du sie dann nicht mehr stinkig machen. Hab ich Wieso auch denn? gesagt. So, ich will jetzt die Froschaugen haben. Jojo geht zu den Froschaugen und guckt sich die Froschaugen an. Jetzt Jetzt sie mal lass bitte mal. heile, wir würden die gerne noch weiter verkaufen. Ja, das ist Was klar. Ich braucht sitze man ja auch die nur vor denn? dem Glas und dann bewegt sie den Kopf zur einen Seite. Siehst du, die folgen mir. Und Was zur anderen braucht man die Seite. denn? Froschaugen? Ja, für was braucht man die denn? Das sind Biokameras. Biok. Diverse Zubereitungen Bio von ist super Tränken. geil. Gott, wenn ich das Gu so erzähle. Biokameras, Mensch!
So, wir haben das ja jetzt hier soweit geklärt, dann können wir ja auch eigentlich wieder gehen. Mahina, Wieso wir leuchtet das versuchen euch eigentlich nicht bei beide, dir? bevor ihr Rausch einsetzt, die beiden aus dem Laden wieder raus zu katapultieren und damit dann auch den wieder abzuschließen. Das Glühmoos ist kaputt. Wenn das schon bei dir nicht leuchtet und bei ihr nicht leuchtet, dann ist das kaputt. Das Bei muss doch mir leuchtet das leuchten. nicht, weil ich getarnt bin. Ja, Warum bist du vielleicht ist ja getarnt? Jojo auch getarnt und die weiß es gar nicht. Das glaube ich nicht. Doch, du bist bestimmt getarnt. Boah, warte, ich setze mir mal ein Tarnkappen-Froschauge auf. Du fass sie nicht an, fass sie nicht an. Warte, ich will sie einfach mal anfassen. Die Die sind gucken mich die so ganze Zeit an. verführerisch, Jojo, weißt du, die fassen sich bestimmt voll wabbelig und glitschig und feucht an. Ja, Kann man da voll wieder gut. stehen? Nein. Ich versuche, die Froschaugen in Sicherheit zu bringen und Jojo ganz liebevoll aus dem Laden rauszuschieben. Lass uns zu deiner Marshmallow-Maschine. Wer weiß, was dich schon alles auf dem Teppich verteilt hat. Die ist doch schon wieder aus. Ich vergesse mal, die auszumachen, deswegen hat sie einen Notausschalter, also einen Timer drin. Der schaltet sich irgendwann automatisch aus. Ja, aber wir haben doch jetzt hier alles gesehen. Sie nimmt das Glas, stellt das Aber wieder ich auf habe den die Ofen. Froschaugen noch nicht angepackt. Guck mal, die gucken Du mich die kannst auch das ganze ganze Zeit Glas für so. 500 Aber Nguyen die haben, dann gucken mich nehmen die wir es ganze mit. Zeit so lieb an. Willst du Guck es als mal. Haustier haben? Für 500 Nguyen kriegst du das ganze Glas. Bist du verrückt? So viel Geld habe ich nicht. Fünfhundert Dann müssen wir jetzt leider Nguyen. gehen. Machen wir dich Ja, du bist so eine unkomfortabel. Spaßbremse. Ujo geht. Marina ist erleichtert und schließt hinterher wieder ab. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir doch. Froschaugen suchen. Oh, keine Ahnung, aber die Straße schlägt gerade nach rechts. Die macht noch ganz andere Sachen. Du musst sie nur lieb fragen. Oh, lass uns mal wieder nach oben gehen, bitte. Wieso? Nein! Ist so toll, Komm, wir wir folgen können. jetzt der Straße, wenn die nach rechts Genau. geht. Jojo Ihr zieht. Nazis. Mahina geht drei Schritte, also oder ja, mehrere Schritte nach vorne und zieht dabei aber ordentlich nach rechts. Jojo Guck nimmt mal. sie einfach an der Hand und zerrt sie mit. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Flumsen, von wem hattest du das LSD? Das ist LSD. Von. War Ich das hatte eins Igor? von Jigor und eins von Vlad. Gut. Also nochmal hier, Oh Gott, wenn Lexi. er schon so böse lacht, ne? Ja, das hatte ich mir auch gerade gedacht. Die Qualität, daran gibt's nichts zu meckern. Also du hast so gut wie kein Düngemittel oder irgendeine Scheiße mit drin. Die Konzentration, also es wurde ihr von einer Ork-Gang verkauft Das ist und keine reine Ork-Gang. es ist keine reine Ork-Gang, das ist richtig. Also es wurde ihr von einer Ork-Gang verkauft und also die Konzentration wurde ist richtig gut. Und das habe ich umsonst gekriegt. Oh Scheiße, Mann, meine Cousine geht erstmal jetzt Rampage. Hä? Was geht die? Die Straße. Rampage. Ist das ein Die Laden? Straße geht nicht nur nach rechts, sondern die dreht sich auch wie, nicht wie ein Looping, sondern wie heißt das andere, wie so eine Schraube langsam, wenn du weitergehst. Du Wie eine läufst dann quasi irgendwann Spirale. auf dem, wie eine Spirale. Genau, du läufst dann quasi irgendwann auf dem Kopf. Okay. Aber, sorry, Mahinas ganz, Schritte darf werden ich? immer schneller und irgendwann geht das Ganze in Rennen über und ich würde das Ganze gerne über quasi im Parkour-Style so ein Stück im Rechts-Style irgendwie laufen und dann so ein Stück die Wand hoch und wieder runter. Ich versuche meiner verschrobenen Bahn zu folgen. Das ist witzig. Also ihr seht, wie Mahina einfach nur übelst ausrastet und an Wänden kurz mal langrennt und springt und alles und krass. Wo will die denn hin? Bleibt mal hier bei uns. Wo ist denn die nächste Bar Guck mal, eigentlich sie hier ist für schon uns? weg. Halt sie fest! Ich befürchte, dass Duracell im Arsch sorgt gerade dafür, dass Mahina gerade ziemlich abgeht. Jojo Die läuft könnten dich Mahina nicht mal hinterher. einholen, wenn sie nüchtern wären. Das stimmt. Dafür bräuchten wir jetzt mehr. Aber ich laufe Schlangenlinien. Sie haben eine kürzere Strecke, wenn Sie geradeaus laufen. Wahrscheinlich Das ist siehst du auch richtig. Schlangen anstelle von Linien. Ah. Wo will sie hin? Wir müssen, du kennst dich schon aus hier in der Nachbarschaft. Wo ist denn hier Ja, klar. der nächste was zum Trinken gehen, wo es nicht so schlimm ist? Bei mir gegenüber, also nicht gegenüber, Aha. sondern im Haus, bei Boy. Dann geh mal jetzt dahin, pack mal. Marienchen! Komm mal zu die Schatzi! Mami! Marienchen!
Es dauert auf jeden Fall einen Augenblick, bis sie stehen bleibt, aber dann gucke ich mich mal um, wo sind die denn? Hinter den Hügeln, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Ich ziehe meinen Comlink raus und ruf mal Billy an. Oh, dein Display ist riesengroß! Eigentlich sind es sechs cool. Displayen. Display, Entschuldigung. Es ist ein Facettendisplay. Ich tippe mit großen Gesten auf meinem Display rum. Das ist ein bisschen wie Magie. Nein, Magie ist cooler. Billy, dein Ding rappappelt. Ich nehm ab. Schätzelein! Stehen! Bleib stehen! Ihr seid so weit weg und hinter den ganzen Hügeln hört ihr mich doch gar nicht. Richtig, bleib da, wo du bist. Oh, das ist anstrengend. Mit den Worten lässt Mahina sich hinplumpsen und sitzt dann auf dem Fußweg. Gutes Kind, bleib da. Und wenn ich da bin, stehst du wieder auf. Aber bis du hier bist, ist Winter. Na, es ist doch schon Winter. Mal wieder Winter. Richtig. Es ist kein Winter mehr. Was soll ich denn den es ganzen Winter hier alleine machen? Keine Aber es Ahnung. Ist kein Winter mehr. In deinem Kopf die Bilder. Hä? Erzähl ihr von den Froschaugen, erzähl ihr von den Froschaugen, damit kann man sich lange beschäftigen. Die Froschaugen kommen. Die Froschaugen. Siehst du die Froschaugen, Marina? Die Biokameras. Warum seid ihr denn so weit weg? Wir sind gleich um die Ecke. Wir kommen jetzt geflogen auf unserem pinken Einhorn. Oh, aber das glitzert so doll, das blendet voll. Marina kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Gutes Kind. Nicht in das Licht schauen und nicht hingehen. Da sitzen bleiben. Und dann, wir werden ja jetzt nicht 50 Minuten brauchen, bis wir da hingelaufen sind, oder? Nein, ihr entscheidet doch einfach selbst, das ist alles cool. Guck mal, da ist sie! Jetzt helfen wir dir erstmal auf. Machinchen! Auf die Füße! Schnucki. Oh, jetzt sieht meine Arme ganz doll lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die werden nie wieder kurz. Oh Gott, das sieht voll furchtbar aus. Doch, doch! Zur Not machen wir dir eine Schleife auf dem Rücken. Boden. Stretch Woman! Ja, eine Schleife aus Armen ist voll gut. Richtig. Mahina bewegt ihre Arme in so Schlangenbewegungen und starrt da etwas entgeistert drauf und verfolgt mit den Augen die Arme deutlich länger, als sie eigentlich sind. Guck, sie macht Breakdance. Jojo schon, wie schön sie das macht. Ja. Das sieht wirklich ganz schön schlangenfrauenmäßig aus. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Gut. Nö. Na, das ist eine, wenn sie so schlangenmäßig ihre Arme bewegt. Es ist eine sehr geschmeidige Bewegung. Es ist eine sehr geschmeidige, gar elfische, inklusive Warzenbewegung. Und keine so... Warze! Genau. Und keine so abgehackte, komische. Es ist schon sehr, wie nennt man das, hypnotisch. Gut. Wenn man nicht diesen Bewegungsdrang hätte, der einen dazu zwingt, sie jetzt aufzuheben. Haltet mich fest, ich glaube, ich fliege gerade. Ja, du schwebst. Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. Ihr müsst schön festhalten, dass ich nicht so weit nach oben komme. Nee, wir haben ja, guck mal hier, die Kordel um deinen Fuß gebunden. Da kann nichts passieren. Du kannst dich abheben. Oh, das ist gut. Ja, Mahinas Bewegungen sind so ein bisschen wie im Wasser, so latent schwerelos. Sie bewegt sich wellenförmig. Wunderbar. Grinst dabei. Schwelle. Jetzt geh mal zu Boy erstmal, hopp, hier. Mädels. Yo! Wir gehen Bier trinken bei Boy. Bier, bäh. Aber White Russian gibt's da nicht. Bäh, Bier. Die soll mir einen Screwdriver dann halt machen. Du kriegst da Bier und andere Sachen, aber nichts Exotisches. Was ist denn andere Sachen? Und Screwdriver ist nicht exotisch, Kind. Du kriegst da Bier und Whisky und Rum und Wodka, hauptsächlich Wodka und sowas halt. Ja, siehst du, Orangensaft werden die doch auch haben. Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Na. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der da Orangensaft trinkt. Aber wir können doch Orangen von dem Baum da mitnehmen. Nein, das sind die verderbten Orangen, die darf man nicht essen. Ja, das sind die Orangen vom Baum der Erkenntnis. Ja, war das die Schlange. Nee, nein, es waren Orangen. Richtig, das war nur falsch übersetzt. Richtig. Und Clementine. Also merke dir, wenn dir jemand entgegenkommt, der sagt, er heißt Clementine... Ist das böse? Aber die Orangen da sehen wirklich gut aus. Wir können auch woanders hingehen, wir müssen nicht zu Boy gehen. Ich glaube, hier in der Nähe gibt es auch noch irgendwo irgendeine Disse. Mahina läuft ziemlich zielstrebig auf irgendeine Laterne zu und fängt dann an, so ein bisschen zu versuchen, an dieser Laterne hochzuklettern. War das nicht so, dass du hast da sogar irgendwas drauf von wegen Klettern, ne? Ich guck gerade Klettern. Klettern gibt es nicht mehr als Einzelskill, aber Akrobatik ist das mit drin. Akrobatik habe ich auf jeden Fall ziemlich gut. Na dann, also sie klettert auf jeden Fall schon ein ganzes Stückchen da hoch.
Scheiße, wenn die runterfällt. Wenn sie jetzt immer noch der Meinung ist, dass sie fliegen kann, ist das scheiße, oder? Ja. Ihr müsst mich ein bisschen von unten schieben. Ich komme nicht ganz ran da oben. Sie streckt so ein bisschen den Arm aus Richtung der Lampe, die da oben dran hängt. Ich noch ein Stückchen, dann komme ich an die Orangen. Die darf man doch nicht pflücken. Aber ich esse doch gerade keiner. Das guckt doch. Aber das sind die Orangen der Erkenntnis. Das ist nicht gut. Nix. Komm mal da runter, Kind. Aber die sehen so lecker aus. Die sind nicht lecker. Weiter hoch zu klettern. Das sind eher wie Grapefruits. Da kannst du so viel Zucker drauf. So viel Zucker drauf schütten, wie du willst, das wird nicht süß. Mahina versucht unbeirrt an die Orangen zu kommen, die da in ihrem Bild sind. Die sehen ach, weißt du was? Würfel doch einfach mal klettern, also hier Akrobatik und Stärke. Sind immerhin zwei Erfolge. Ja, das dauert jetzt halt nochmal so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minuten, aber dann, also du hängst dann ganz oben und wenn du dich jetzt noch ein bisschen in eine Richtung lehnst, dann könntest du die pflücken. Ihr anderen, ihr seht natürlich, ihr habt ja ein bisschen Zeit, weil sie schon ein bisschen da hoch braucht, dass sie kluge Sachen macht. Also nicht. Ja, weiß nicht. Laternen sind hoch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hinterherklettern will da. Und Glühbirnen sind heiß. Die verbrennt sich also die Griffel gleich. Unter Umständen. Ach nee, warte, SR, eigentlich dürfen die gar nicht mehr so heiß sein, ne? Mahina, du musst da jetzt runter, die Schlange kommt. Die guckt schon. Du siehst sie nur nicht. Was? Schlange? Die Schlange? Ja, du musst jetzt vom Baum runter. Redet ihr da gerade einen Horrortrip ein oder was habt ihr eigentlich? Nein, wir versuchen nur sie vom Baum. Da kommt die Schlange, die wird dich beißen. Und der Bär. Mahina guckt sich ein bisschen verschüchtert, verängstigt um, aber versucht dann. Ich hab's schon so weit hoch geschafft. Ich nehm die eine Orange jetzt noch mit und dann komm ich runter. Aber wenn du nicht aufpasst, wirst du pink. Okay, das lässt sie tatsächlich innehalten. Das ist aber hässlich. Du musst jetzt runter vom Baum, sonst wirst du pink. Aber warum werde ich denn pink, wenn ich nicht weil du pink wirst. Glaub mir, du wirst pink. Püppchen werden immer pink. Du wirst pink. Es dauert. Es arbeitet in ihrem Gesicht und es du wirst pink. Los, komm schnell runter, dein Fuß wird schon pink. Jetzt guckt sie sich tatsächlich ihren Fuß an und fängt dann an, ziemlich zügig von der Laterne wieder runter zu klettern. Pink werden. Gut. Es ist, also du kletterst natürlich runter, aber es sieht für die anderen beiden, es sieht schon gefährlich aus, was sie da tut. Ich sag's nur. Ich halte mich so halbwegs unter sie, dass ich sie im Notfall auffangen könnte. Ich bin auf, ja, finde ich gut. Packen lösen und dann fangen. Naja, sie kommt dann auch irgendwann runter, das passt. Aber ihr könnt nicht sagen, ich hätte für diese Orangen nicht alles getan. Ja, du bist das ja auch dumm. Grapefruits. Die Grapefruits der Erkenntnis. Die sind ganz gefährlich. Disse oder irgendwas anderes? Nee, Boy will's ja nicht. Dann gehen wir jetzt irgendwie in eine Disse. Ich glaube, zwei Straßen weiter ist eine oder so. Was kann man da wieder jetzt für Musik erwarten von dir? Ich habe keine Ahnung, was da für Musik ist. Oh, ich war da noch nie. Na, gehen wir jetzt halt mal hin. Achtung, was das wieder für ein Club wird. Das ist doch wieder voll die Ecke hier. Du solltest vielleicht was anziehen. Ich hab doch was an. Ja, ein Bikini und ein Pelzmantel. Richtig, das ist doch genug. Schön warm. Oh oh. Hier entscheidet ruhig selbst, aber mit dem Mantel in der Disse in Donskoi. Ach ja, stimmt, da war was. Billy, warte mal. Was denn? Na, der Mantel und hier und. Also, sagen wir es mal so. Der Mantel ist mehr wert, als jetzt Leute in 2-3 Monaten zum Leben haben. Oh je. Ich glaube, in einem Jahr auch, oder? Ich sollte den Mantel wechseln. Jetzt muss ich wieder einen abgeranzten, stinkigen. Also stinken tut der nicht. Erinnere sollten wir vielleicht noch ein T-Shirt anziehen? Dass ich den mal irgendwann demnächst mal wasche. Okay. Gut. Ich kann ihn auch waschen. Komm, wir gehen jetzt schnell dir. Ja, ans Auto. Ich habe eine Waschmaschine ans Auto. Und du solltest dir was überziehen. Mahina folgt, schüttelt aber während des Gehens immer so bei jedem vierten bis fünften Schritt ihren rechten Fuß. Das Pink, das geht irgendwann später weg. Das dauert noch ein bisschen. Pass du auf. Sie guckt so ein bisschen geknickt. Ich pass auf, dass du nicht weiter pink wirst. Es ist das Pink der Kenntnis. Sie streckt den Kopf in Richtung, sie streckt den Kopf nach oben und die Arme in Richtung Himmel. Ah. Strange. Was strange? Das Pink. Wieso? Und dass ich gerade so wunderschön aussah im Mondlicht. Im Mond ist alles wunderschön.
Sogar ich? Soll ich jetzt beleidigt sein? Nein, ich bin jetzt nicht beleidigt. Ach ja, zum Auto wollten wir. Da vorne. Da vorne. Schneller, 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 schneller. Tatsächlich auch schneller. Billy zieht sich um. Wir gehen zurück. Nein, das geht ja fix. Ja, eben. Wir sind da. Düsse, macht mal. Ihr seid zu dritt, ihr könnt euch schön was ausdenken. Ja, das wird ein abgefuckter Platz sein, oder? Jetzt mal. Das ist nichts Tolles. Richtig. Na, pff, ja, aber... Warte, wie heißt es denn? Hier fliegen Rauchgeister rum. Wieso denn Rauchgeister? Rauchgeister? Weil ich sie ganz deutlich sehe. Guck mal da. Nimm mal die Zigarette aus. Marina deutet mal so in eine Ecke, wo so ein bisschen Zigarettenqualm aufsteigt. Ja. Ha. Okay, ihr kommt beim Babylon an. Babylon. Also das Babylon. Jetzt passt mal auf, Kinder. Oh, jetzt hat er Spaß. Nicht. Pass auf, wer das tun soll. Scheiße. Ah, schön. Also das ist ein ehemaliges Hochhaus. Also so ein Wohnhochhaus-Plattenbau-Dingens, was jemand komplett gekauft hat, was nicht sehr teuer gewesen sein kann, weil es halt damals ziemlich verranzt war und bla, und weil der eh keiner mehr gewohnt hat. Der hat dann immer noch verranzt ist. Ja. Der hat dann die ganzen Trennwände in der unteren Hälfte rausgerissen und hat dann quasi, er rühmt sich, dass es die meisten Floors in Donskoi hat, aber die sind halt jeweils nicht besonders groß, sondern das ist halt so 4 Wohnungen groß, also weiß ich nicht, 200, 300 Quadratmeter. Ist also für diesen Floor relativ low, vor allem, weil da öfter noch irgendwelche Bars sind und Klos hat er so auch halt mal irgendwo stehen lassen und irgend so ein Scheiß. Die Klos haben nicht immer, wie gesagt, Trennwände. Zum Teil sind da auch einfach schwarze Vorhänge. Da kann man auch raten, ob da jemand drin ist. Stört die meisten jetzt auch nicht. Mucke ist halt gemischt, weil er so viele Möglichkeiten hat. Kann er auch auf jedem Stockwerk was anderes pömpeln lassen. Allerdings gibt das halt ganz großartige Interferenzen, wenn du den übelsten Trock-Metal of Death hast und eins drunter Jazz. Also das ist immer ein schönes Gemisch. Bums. Es ist einfach Krach. Aber niemand kommt her wegen der Musik, sondern also du kannst schon tanzen, klar, das ist easy. Zu dem, was man denkt zu hören. Man kann da auch zum Teil ein paar Drogen beim Barkeeper kaufen, da traut sich eh kein Bulle hin zu dem Ding. So, dann hast du, das ist halt so die untere Hälfte, das ist halt so ein bisschen Tanzschuppen, bla, das geht. Da hast du auch viel Sinnlose und sowas, weil du da auch mit Credstick bezahlen kannst oder mit anderen Währungsmitteln, die euch unbekannt sind. Und die jetzt auch bestimmt nicht irgendwie erkennen könnt. Aber dann hast du quasi die obere Hälfte, die ist dann zweigeteilt. Die eine Hälfte ist dann das schäbigste Bordell im Umkreis von 100 Metern. Also es ist ein sehr schäbiges Bordell. Zum Teil auch schön hier irgendwelche kleinen minderjährigen Mädchen nach Russland schleusen und dann dorthin setzen und also richtig die harte Nummer. Die andere Hälfte der Hälfte, also ein Viertel, wenn er mit jetzt kurz noch, wenn er jetzt kommt, ist dann so eine Art, wir nennen es mal Casino. Du kannst da hauptsächlich Blackjack, Poker und so ein Gedöns machen und wenn auch nur der Type da, Coupier, wie heißt der? Der Type, ne? Der Kartentype. Wenn der den leisesten Verdacht hat, dass du bescheißt, dann bricht der dir die Finger und schmeißt dich raus und nimmt dir alle Chips weg. Die Chips sind übrigens selbst gemacht aus Plastikresten, die man so findet und dann irgendwie eingestanzt mit irgendwelchen Zahlen. Feldspieler. Also richtig in Ordnung und Automaten gibt es nicht. Es gibt ein paar die asiatischen Spiele hier, Mahjong und so ein Gedöns. Da kann man irgendwie auch was mit Glücksspiel machen. Das ist bloß ist irgendwie so ein Ding für Leute, die sich damit auskennen, offenbar. So, Matrix-Abdeckung für Billy. Low. Sehr low. Und das Gesindel, was sich dort rumtreibt. Sehr low. Noch ja, lower. Am lowsten. Aber viel Spaß in Babylon. Okay. Ups. Es war das nächste mit lauter Musik und Tanzen, also, ja. Ja, das lag bei uns quasi auf dem Weg. Quasi. Ja. Mahina läuft relativ zielstrebig durch dieses Haus, scheint sich gerade mehr an der Musik zu orientieren. Ich würde mal irgendwas suchen Richtung Bass und Beat, so Drum and Bass, Dubstep, irgendwas in der Richtung. Ja, dritter Stock.
Also da ist das Gemisch am ähnlichsten. Du weißt nicht genau, was hier laufen soll, aber hier hast du Bass zumindest und Beat. Da würde Mahina dann auch stoppen und würde dann anfangen zu tanzen. Wenn die anderen beiden nachkommen, sie tanzt zusammen mit vier anderen, also nicht sie tanzt mit denen, sondern auf der Tanzfläche sind gerade nur vier andere. Sie hat aber schon die Blicke von mehr Menschen. Und mit Menschen meine ich Männern. Das ist ja aber auch kein Problem, oder? Die werden In ja jetzt nicht Babylon. irgendwie. Ich. Pff, was weiß ich, was die da wieder vorschwebt jetzt? Das Schöne ist, Mahina checkt das gerade nicht. Ja, Jojo guckt sich gerade um. Die checkt das schon so ein bisschen. Ich glaube, der Laden war keine so gute Idee. Warum sind wir dann hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich war doch noch nie hier drin. Was war denn jetzt gegen Boy gesprochen? Dass du nicht das trinken konntest, was du trinken wolltest. Das war doch scheißegal. Ach so, ja, dann gehen wir jetzt zurück. Seit wann interessiert dich, ob ich was trinken kann oder nicht? Schnucki, komm, wir gehen wieder. Nimm sie mit. Wir nehmen sie Jojo geht beide. zu Mahina und nimmt sie mit. Schwierig, die ist nämlich gerade ziemlich im Rhythmus und am Tanzen. Dann nimmt sie sie am Handgelenk und zieht sie mit. Nein, Mann, lass uns noch ein bisschen tanzen. Schnucki, wir gehen jetzt woanders tanzen, da ist bessere Musik. Nein, hier ist Und da bessere hörst du, hier wirst du Musik. auch pink. Oh ja, ich sehe es auch schon wieder. Oh, das ist jetzt schon am Knie. Ihr seid so scheiße. Let's go, let's go, let's go. Komm! Mahina lässt sich mitziehen, sieht aber ziemlich unglücklich aus. Bevor ihr das Ding wieder verlasst, also nee, als ihr das Ding verlasst, unten dort Türsteher, Der Türsteher dort Türsteher, hat eine Ruger Superwahrheit. als ob du dich damit auskennen Aus könntest. Kunden kennen und König? Tue ich nicht, natürlich nicht. Also er dreht sich um, quasi euch entgegen und stellt sich dann in die Tür, denn das machen Türsteher. Also Ja, eigentlich ist aber er eher ein eigentlich nie beim Türgeher. Gehen. Richtig, beim Gehen eher nicht. Nicht gut. Ja, also er verschränkt die Arme, mustert euch kurz. Hallo. Mahina tanzt immer noch auf der Stelle, offensichtlich zu der Musik von oben. Er wirft dir einen kurzen Blick zu. Hier. Was denn? Wie ist denn das? Was? Mindestbetrag ausgeben hier für Getränke und so. Ihr wart ganz schön kurzer. Ja, irgendwie ist der Dings aus, der Amaretto. Er mustert euch kurz. Ja, Mann, lass Ja, uns wieder ne. rein und tanzen. Ich will Schnucki, du bist pink. ein Huni von jedem und dann sind wir noch dabei. Ey, Huch! glaubst du, können Geld scheißen? Nee, können Denkst wir du echt hier, nicht. wirst du irgendwie Ich überlege Vitas gerade, hat verarschen Jojo oder was? irgendwas dabei? Nee, hat sie nicht. Hat sie doch? Müsste sie eigentlich. Nachdem du im Spaßbad warst und völlig drauf losgestiefelt bist? Mist, da war was. Es wird dir gerade klar. Könnte ich einfach reinplatzen und die Luft wegatmen und dann nichts trinken und jetzt sagen, du willst nicht 100 bezahlen, also 100 von jedem und ihr seid dabei? Und wenn wir zurückgehen, dann trinken wir für 100 jeder, wenigstens. Alter, was willst du nur für 100 trinken? Keine Ahnung. Die Preisklasse war dort oben so, du bezahlst maximal so 6 Nuyen für das teuerste Getränk, Wodka. Das dachte ich mir. Gibt's noch einen anderen Ausgang, OT? Na, du warst hier noch nie. Stimmt, ich war hier noch nie. Sah es von außen so aus, als ob man noch so irgendwie anders raus könnte. Na, so die Wohnhäuser, die Art, also die Jeöser. Wohnhäuser, die Art, die haben meistens zwei Eingänge. Gut. Ah. Lass uns nochmal hochgehen, noch doch Jojo nochmal. dreht sich um und geht. Ja, Mann, weiter tanzen. Mahina tänzelt irgendwie Du vorweg wirst und pink. Jetzt benutzt du das aber gegen Ja, sie. klar. Jetzt wird's gemein. Ich kann nichts dafür, dass du pink wirst. Lass sie noch ein bisschen tanzen. Aber sie wird pink. Ich sehe, wie sie Ja. pink wird. Guck mal, wie sie pink Das ist wird. mir egal, das geht bestimmt wieder weg. Mahina stürmt das Treppenhaus nach oben, wieder zurück auf die dritte Etage und geht auf die Tanzfläche und Sie ist tanzt. deine Cousine. Ich gehe nach einem zweiten Eingang suchen, geh du sie jetzt mal auf babysitten. Ausgang wäre gut. Ich trinke jetzt Meine ich erstmal ja. was. Komm, Marienchen. Ach so, die ist ja schon los. Ich gehe auch da hinterher. Jojo geht suchen. Und geh an die Bar, hol zwei Wodkas und geh dann zurück zu Machina und wipp so mit ihr tanzend auf der Tanzfläche. Gut, das Zeug schmeckt wie Spülmittel. Das dachte ich mir. Und Mahina wippt nicht, Mahina geht voll ab. Na, ich wipp, nicht du. Ich habe nicht gesagt, dass du wippst. Billy wippt ihre Brüste. Flumsen. Der andere Eingang ist einfach mit einer fetten Beton, na, fett ist übertrieben, mit einer Betonschicht zugeklötert. Muss man doch noch irgendwie anders rauskommen.
Warum? Weil der Türsteher nervt. Ach so. Ja, in Amerika gäbe es überall Feuerleiter, ne? Toilette. Männerklo sind immer Fenster. Toiletten. Klos ja, das. Im Erdgeschoss gibt es eine Toilette. Da natürlich ohne Trennwände. Und da ist ein Fenster und das kriegst du relativ einfach auf. Da kommt man auch raus? Wie hoch ist denn das im Erdgeschoss, ne? Erdgeschoss, das geht schon. Also das für dich wird es eigentlich das größte Problem, weil du winzig bist. Na, die anderen können mich ja hochheben. Oh. Es geht nicht um das Hoch, es geht, dass der Abstand halt dann vom Boden relativ groß ist für deine Verhältnisse. Ja, da muss man durch. Jojo geht dann Billy suchen. Und Mahina. Ja, raten, du weißt doch, wo sie ist. Ja, eben, deswegen geht sie hoch und wühlt sich durch die Leute. Hast sie gefunden, sie tanzen. Mahina geht voll ab und Billy wippt mit ihren Brüsten und trinkt Wodka, der aussieht wie Spülmittel. Vermutlich hat man ihr Spülmittel gegeben. Da, komm. Hey, Schnuckis, ich hab unseren Ausgang gefunden. Yay, let's go. Ticket nach draußen. Komm, Marienchen, auf geht's. Ja, die ist mittlerweile schon ziemlich in Trance getanzt, also ihr könnt sie wohl mitziehen, aber... Dann machen wir das. Die böse Hexe dann kommt. Tanzend die Bewegung... Psst, das machen, sie noch durch. Ich weiß nicht, was ich ihr da gegeben hab. Was hast du ihr denn gegeben, verdammt? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ein Ticket halt. Oh Gott. Warum, oh Gott, warum machen wir sowas? Warum hast du dir denn sowas gegeben? Weil ich da hatte. Warum hast du nicht Trommeln? Ja klar, die Trommeln. Schnell, wir müssen jetzt da, komm mit durch den magischen Eingang, wo die Trommeln noch lauter sind. Die Mondin ruft nach dir, wir müssen jetzt raus. Genau, die auch. Ja, Mahina bewegt sich tanzend in die Richtung, in die ihr sie zieht. Ja, in Richtung des Klos und des Klofensters. Am heiligen Wasserbrunnen des Abgrunds der Kloake. Achso, ja, im Klofenster auf mit ein bisschen Gewalt und dann raus. Wie gesagt, wäre schon günstig, wenn Billy vor Jojo draußen sei, auf dass sie ein wenig zumindest gucken könne, dass Jojo nicht darunter klatscht, wenn sie zu blöd ist. Sie sollte ja, erstmal Mahina, also erstmal sollte Mahina raus. Nee, erstmal ich, damit ich auf Marina aufpassen kann, sobald sie irgendwie draußen in den Asphalt begutachtet. Ja. Sie macht den Papst, weißt du? Ich bin nicht so christlich. Das sind bestimmt 8, 9, 10, 15 Meter. Das ist viel zu hoch. Du hast doch Flügel. Du fliegst. Ich hab vorhin gesagt, ich kann nicht fliegen. Gerade jetzt momentan geht's. User disconnected. Weil der Wind günstig steht, oder warum? Wieso ist unser Spielleiter gerade weg? Das ist unser Spielleiter. Ja. Nein, nicht weil der Wind günstig steht, aber weil das Mondlicht dir hat Flügel wachsen lassen. Für einen Moment. Du bist ein Engel. Okay, Mahina klettert aus dem Fenster und springt. Ich wollte gerade schreiben, ihr seid so dumm. Okay. Ich stehe ja schon draußen, also du kannst quasi auf mich springen. Billy, würfel mal Konzi und Stärke. Oh nee. Warte. Was habe ich denn Konsti und Stärke? Konsti ist bei mir 3 und Stärke ist 2, sind 5. Wie schwer bist du? Shit. Warte. 1. Eine 5 habe ich. Auf 5 Würfel. Meiner hat Konsti 3, ne? Aha. Ihr tut euch beide weh. Es ist nicht gravierend, aber es ist schmerzhaft für beide. Billy, Steißbein ist halt immer sehr schmerzhaft, auch wenn das jetzt nicht zu großen Verletzungen führt, aber nachdem du versuchst, sie aufzufangen und du einfach auf deinem Podex landest, oh mein Gott, zum Glück hattest du nicht deinen Pelz an, tut es halt schon ziemlich weh. Mahina, du schlägst dir den Ellbogen etwas blutig und es tut halt auch ein bisschen weh, aber es ist jetzt nicht gravierend, es musste bloß sein. Es war ja nicht unendlich hoch. Ja, und offenbar kannst du nicht fliegen. Deine Flügel sind gerade abgefallen, als du gesprungen bist. Ich verstehe das gar nicht. Mahina steht auf und reibt sich den schmerzenden Ellenbogen. Jojo guckt, dass sie aus dem Fenster geklettert kommt. Hm. So, jetzt wohin? Wo wir mal sicherer sind als hier? Das ist ja ein Abladen, ey. Vielleicht gehen wir doch zu Boy. Ja, ich denke auch. Oder bei dir in die Wohnung. Aber irgendwo geschützt mit Mahina. Wir müssen die unter Kontrolle halten. Ein bisschen. Was baust du da auch so starke Sachen ein? Ich hab da gar nichts eingebaut. Jawohl hast du. Na komm, wir gehen jetzt. Los geht's. Schakalaka, boom, boom. Voll gut. Jojo spielt weiter mit dem Jojo rum. Auf dem Megadisplay ihres Comlinks Musik anzumachen und die über die kleinen Mini-Lautsprecher aussenden zu lassen. Mahina will Musik. Hm. Gelingt dir nach halt ein paar Minuten des Probierens, welches Display nun das ist, das reagiert. Ja, ist schwierig bei so vielen so großen. Aber ich bin hartnäckig, ich weiß ja, was ich will. Ja, und also die
Die Comlinks sind natürlich viel hochwertiger als heute alles, aber so ein kleiner Lautsprecher klingt halt immer noch scheiße, kratzig und eklig. Ja, gerade für Musik, wo es auf Bass ankommt, das ist halt so... Ekelhaft, Mädels, bei mir in der Wohnung gibt's richtige Mucke. Ja, na, bitte, dann kann ich da weiter tanzen, lass uns zu dir gehen, bitte, 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 Mahina zupft Jojo am Ärmel, bitte, bitte, lass uns zu dir gehen, bitte, bitte, bitte. Wir fliegen zu mir, komm. Jojo breitet die Arme aus und breitet die Arme aus. Jojo breitet die Arme aus und läuft hinterher. Billy, komm mit. Was denn dödel 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 dö? Das war jetzt bloß langsam, weil ich lachen musste und jetzt ist es wirklich Batman-like. Ihr fliegt! Ah, jetzt krieg ich's hin. Und dann packt Brie noch ihren Grappling-Hook aus, um schneller die Treppe hochzukommen, weißt du? Ihren Batarang. Ich wollte eigentlich auf deinen Penis hinaus, aber na gut. Ach den. Ja, dann hättest du gepropellert gesagt, oder? Sie propellert sich nach oben. Schneller Ach, Propeller! Ich muss kurz anmerken, ich dachte, dass heute irgendwie anders wird als letzte Woche. Wieso denkst du auch so doofe Sachen? Ich weiß es nicht. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass Denken eine ganz blöde Idee ist, wenn wir spielen? Na, für dich. Und da wir auch eine generelle Frauenrunde sind, ist Denken immer noch dummer. Jojo macht Musik an, Jojo macht Jazz an, Jojo macht Jazz etwas lauter an und es ist kein ruhiger Jazz. Es ist hibbeliger Jazz. Es ist hibbeliger Impro-Jazz. Und Machina kann die Dings sehen, kann die Noten sehen. Ja, lustigerweise habe ich gerade exakt dieses Bild vor Augen gehabt. Klischee! Guter Film. Aber die Noten sind alle verzerrt und hüpfen irgendwie alle ziemlich panisch durch die Gegend. Und reden mit dir wie Teetassen. Sie spielen Tetris. Das würde bei Teetassen ja passen. Mahina sitzt irgendwo, wo man sich hinsetzen kann und bewegt zwischenzeitlich so die Arme, als würde sie nach irgendetwas greifen, scheint gerade etwas abwesend. Solange sie da nur sitzt. Jojo isst Marshmallows. Nee, Essen ist nicht gerade. Aber Jojo kann ja immer essen. Richtig. Bäh. Ich will Bier haben. Will noch jemand von euch Bier haben? Bäh, Bier. Mach doch erstmal ein White Russian für mich. Bitte. Nein, ich will jetzt Bier. Ich gehe jetzt kurz runter und geh mir Bier holen. Mach doch Bier, aber ich will kein Bier. Ja, dann du weißt doch, wo alles steht. Mensch. Puffy, du weißt doch, wo alles steht. Das ist ja wie im Staffer-Scheck hier. Witz. Nee, im Staffer-Scheck wirst du bedient. Nicht immer. Nicht in jeder Abteilung. Ich hätte jetzt gern Erdbeerleim. Leim ist nur für Möbel. Ich will Froschaugen. Müssen die Froschaugen das nächste Mal irgendwie für dich entführen? Ja, Biokameras. Das ist ja dann wie ich. Nächstes wahrscheinlich geradeaus. Die muss erst Neues kaufen. Was? Ich dachte, die Flummöse hat vielleicht Bier da, aber auch. Sie hat normalerweise auch Bier da, aber ich habe es gerade ausgewürfelt. Sie hat keins da. Deswegen muss ich jetzt runter. Ja, kommst in Boys Schuppen. Pünktlich, um mitzuerleben, wie ein etwas unflätiger junger Herr einen unklugen Kommentar macht, den du offenbar nicht verstehst, und Boy daraufhin seinen Kopf auf den Tresen klatscht und jemand anderes bemüht sich dann schnell, ihn am Kragen zu packen und rauszuwerfen. Also er fliegt quasi neben dir durch die Tür. Du bekommst etwas Blut aus der Nase auf dein Handgelenk. Hii. Jojo wischt sich das Handgelenk ab, dreht den Kopf noch, guckt ihm hinterher, winkt ihm hinterher, tschüss, geht rein. Ja, Ambiente wie immer und so, ne? Ist klar. Ja, klar. Sie klettert eben auf fix auf einen der Barhocker, weil ich glaube, sie ist noch nicht so weit, dass sie allein hinter die Bar darf. Nee. Siehste, dachte ich mir. Ja? Hallo. Ich habe kein Bier mehr, ich brauche neues Bier. Und du hast bestimmt welches da. Und deswegen dachte ich, ich nehme mir jetzt eins mit hoch. Nee, das ist doch scheiße. Ich kenne dich doch. Du schmeißt wieder das Glas runter und dann müsste ich ein neues kaufen. Du kannst mir auch eine Flasche geben. Ja, yeah, du kommst da fünfmal angeschissen. Geh mal da rüber, nimm dir mal das kleine Fass mit und dann ist Ruhe. Alles klar. Jojo, leg dir die Kohle dahin und nimm dich das Fass mit. Stopp. Ha? Bleib stehen. Was denn? Hände stillhalten. So, jetzt gehst du nochmal in dich, jetzt denkst du nochmal nach. Und wenn du nochmal angeschissen kommst, dann gibt's Stress. Also, war es das, was du brauchst? Oder brauchst du noch irgendwas? Nö. Wirklich? Ganz wirklich. Ich bin dein Wunschlos glücklich. Alles klar. Dann Fass da drüben. Bitte. Sehr schön. Sie geht zum Fass. Nimmt es hoch. Na, es ist wirklich ein kleines. Du kennst doch... Ach so, so ein 5-Liter-Ding.
ein Festivalfass. Ja, so ein 5-Liter-Ding. Genau, und da ein Metal-Man-Fass. Genau, die gute Plörre, und das ist doch wunderprächtig. Gut, dann geht sie strahlend raus. Schal, nachdem du das erste Bier gezapft hast. Ja, ist nicht so schlimm. Ist denn noch genug Wodka da? Da ist bestimmt noch genug Wodka. Also wenn bei Jojo mal nicht genug Wodka da ist und Kalua und Milchersatz, dann weiß ich auch nicht. Dann machen wir die Runde zu. Ersatz. Na, Milchpulver in der, in der einen Szene von hier Big Lebowski, ne? Da hat er auch Milchersatz. So ein Pulver. Gut, Jojo ist glücklich, sie hat Bier. Was mir gerade auffällt, Jojos Bude ist ja unheimlich bunt und das Sofa hat übrigens viele bunte Flecken und da liegen Es ist alles bunt, sogar die Vorhänge sind Patchwork-Vorhänge. Sie hat ein Patchwork-Sofa, der Tisch ist mit Comic-Seiten, mit alten Comic-Seiten beklebt. Die Stühle haben alle eine andere Farbe, genauso wie jede Tür ihrer kleinen Küchenzeile eine andere Farbe hat. Es ist alles bunt und auch das Regalbrett ist, schwarz-weiß. Sag ich doch. Und jede Wand hat eine andere Farbe, ja. Das heißt, Mahina ist in der besten Umgebung. Zum Trippen, ja. Ich wollte gerade sagen, willkommen auf dem Film. Die feiert ihre eigene Party, aber nicht erst seit jetzt. Farben, Form, ich kriege nicht viel mit von euch. Es ist alles so bunt und es bewegt sich alles um mich rum. Das ist doch schön. Party geht alleine los. Es ist nur in deinem Kopf. Naja, Jojo kommt mit dem Fass wieder hoch und so, ne? Ja, und trinkt Bier. Und überlegt sich gerade, ob sie Mahina pink anmalt, während sie schläft. Drecksarsch. Lass meine Cousine in Ruhe, verdammt. Davon weißt du doch noch nichts. Richtig. Also sie überlegt sich das jetzt nur, okay. Ja. Gut. Gut. Ich glaube, der Abend wird spät. Oder früh. Ich glaube nicht, dass Mahina sich hier in den nächsten 6 bis 10 Stunden rausbewegt. Nee, die wird vermutlich irgendwann einpennen, oder? Oh, auf Trip pennst du mal nicht so einfach weg. Das stimmt leider. Das kann schon mal 6-7 Stunden wirklich so am Stück gehen und dann die Nachwehen davon. Ja, bei den Nachwehen, dann bist du ja eher im gemütlichen Gucken-Modus und guckst einfach nur noch, wie alles schön ineinander überläuft. Da ist sie jetzt eh schon drin. Ja, siehst du, das ist ja jetzt ganz gemütlich. Die ist jetzt quasi out of business. Da ist auch nicht mehr arg viel mit Bewegen irgendwann. Da ist man froh, wenn man da sitzt und eine Lavalampe zum Beispiel. Hat Jojo eine Lavalampe? Bestimmt. Oh, das dann ist das Schlimmste. Dann glaube ich auch, dass Mahinas Blick auf der irgendwann hängen bleibt. Ja. Das ist gut, dann kann Jojo sie in Ruhe pink anmalen. Nein, Billy würde aufpassen, dass du Mahina nicht pink anmalst. Das wird jetzt schön ausgespielt. Irgendwann hat Jojo... Was hast du für eine pinke Farbe? Sie hat bestimmt pinke Farbe. Fingerfarbe, noch vom Streichen, meinst Wasserfarbe. Du, oder? Nee, okay. Ich glaube, sie hat eher noch Fingerfarbe oder so Farbe über von irgendeinem Blödsinn, den sie mal mit Guso fabriziert hat. Du hast also Fingerfarbe, findest sie, machst die Tube auf. Richtig. Was machst du da? Hm? Was du da machst, mach ich nicht. Ich verteile Farben. Wo? Überall. Weißt du, was du jetzt lieber mal machst? Die eine Wand, die ist noch viel zu eintönig. Mal die mal lieber an. Aber. Was aber? Komm, wir machen das zusammen. Pass mal auf. Schmier mir mal die Brüste ein und ich drück mich gegen die Wand. Nein, ich schmier jetzt nicht die Brüste ein. Schmier mir sofort die Brüste ein, du Luder. Blub. 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 Wat blub? Blub. Naja, wat wenn blub? Man drauf achtet, jedes Mal, wenn aus der Lavalampe sich so ein dicker Tropfen nach oben löst, kommt ja. Mahina ein trockenes Blub. Jojo geht bei jedem Blub einen Schritt näher an Mahina. Ich halte Jojo fest. Gib mir sofort die Farbe. Nein, du kriegst die Farbe nicht. Gib mir die Farbe. Du kriegst die Farbe nicht. Gib mir die Farbe. Du kriegst die Farbe nicht. Billy versucht, Jojo die Farbe aus der Hand zu nehmen. Jojo versucht, die Farbe immer Mahina zu verteilen. Billy bewaffnet sich mit einer weiteren Kugel. Dass alles voller Farbe ist. Ich glaube, wir malen uns gleich alle gegenseitig an. Also es endet folgendermaßen. das Ding... Das ist halt so eine Tube, so eine richtig schöne Aluminium, wird das Aluminium gemacht, so eine Alu-Tube. Und die platzt einfach dann im Laufe des epischen Kampfes, White Russians jetzt auch mit Campen, hinten auf. Das heißt, Billy kriegt erstmal die Hälfte
über ihren Bikini verteilt und auf ihren Brüsten. Jetzt hat sie es endlich. Yay. Die andere, nein, ein weiteres Viertel verteilt sich über Jojo. Und an der Seite platzt auch noch ein bisschen was auf und spritzt einfach durch die Bude. Leider landet kein Tropfen auf Mahina. Aber wenn Jojo schnell ist... Ich wollte schon sagen, sie nutzt die Schocksekunde, die Billy jetzt noch hat, damit sie Mahina noch pink kriegt. Na, du hast irgendwie ein paar deiner Nähasses, deiner so ein paar Stoffe übrig vom Nähen und die sind halt ziemlich voll gesudelt. Gut. Ich stelle mir das jetzt gerade bildlich vor zwischen Jojo und Billy, gerade voll Kampf-Action. Dann das Platzen der Tube, dann nochmal ungefähr so 3 Sekunden, blub. Dann dreht Mahina den Kopf und realisiert wohl, irgendwas hat sich gerade bewegt. Ich befürchte, zum Erfassen der Situation reicht's trotzdem nicht. Nein, du wirst jetzt pink. Ich versuche, Jojo in den Schwitzkasten zu nehmen. Also nicht Schwitzkasten, sondern so die Arme runterzudrücken und die Arme festzuhalten, bis sie getrocknet ist. Das dauert zu lange. Ja, ich weiß, das ist aber trotzdem gut. Nein, so lange hältst du sie nicht fest. Wieso nicht? Tu doch was dagegen. Mal nach Zahlen. Sie wird dir irgendwann, wenn du sie nicht loslässt, ganz fürchterlich auf den Fuß treten. Ich kneif dir in die Brustwarze. Das geht leider nicht, weil du ihre Arme festhalten musst. Ja, ich lasse kurz los. Dann kann sie weg. Arm frei, willst du das? Oder ich speis ihr ins Ohrläppchen oder so. Du beißt ihr ins Ohrläppchen. Jojo erschreckt sich so sehr, dass ihr vollgesudeltes Ding, ihr vollgesudeltes Ding also landet auf Mahina. Ende. Wie er entscheiden muss, damit der Scheiß aufhört. Nein, es ist nicht, damit der aufhört. Jetzt geht's doch erst los. Jojo tanzt um Mahina rum. Sie hat gewonnen. Ein so Putzlappen großes, weiches, angenehmes Stück liegt auf der Hälfte deines Gesichtes, bedeckt ein Auge und Oberkörper und Arm so ein bisschen und irgendwas daran ist klebrig und schön, aber ein bisschen kühl. Mahina, es ist eine Flunder. Ich kuschel mich da an und... Es ist eine Kuschelflunder. Richtig. Sehr schön, sie kuschelt sich an und verteilt noch mehr davon über sich. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Dafür hast du jetzt ein blaues Ohrläppchen. Ich hab gewonnen. Den Rest der Farbe, den ich noch am Körper habe, der geht jetzt komplett an Jojos Wand. Das ist nicht schlimm. Ich wälze mich gegen die Wand. Es ist Kunst. Jojo schmeißt sich auch mal kurz gegen die Wand. Schmeißt dich volle Karacho. Nee, nicht voll Karacho. Auch wenn ich die Idee gerade echt cool finde, einfach mit ausgestreckten Armen gegen die Wand zu springen, aber nein. Ihr seid voll. Voll? Blub. Voll blub? Wir sind voll blub. Sie kann gerade nicht, sie flirtet mit der Flunder. Marienchen? Guck mal, wie sehr die Flunder blub sich an sie kuschelt. Mahina, zeig uns doch mal, was du kannst. Du kannst doch so tolle Sachen, hast du gesagt. Jetzt zeig uns doch mal. Mahina, hier, hallo. Oh Gott. Auch die Reaktion kommt deutlich verlangsamt und verzögert. Hä? Zauber doch mal was für uns. Meinst du, man kann dieses Blub auch mit einem White Russian machen? Wenn man White Russian in so eine Lavalampe füllt? Das ist bestimmt gut. Nee, das geht nicht. Das ist doch nicht wachsig. Blub, blub. Steht gerade vor dem White Russian. Mach blub. Los, mach blub und werd pink. Zum White Russian sagst du das? Ja, das sagt sie zum White Russian. Oh. Mach blub und werd pink. Flumsen? Was denn? Ich bin halt gerade im Überlegen. Aber eigentlich nicht, ne? Nee. Sie ist ja nicht gerade gefühlsgeneigt genug. Nee, sie ist einfach nur fürchterlich albern. Ich frage ja nur, wenn du jetzt wirklich total, ich muss jetzt hier, ich will blub, dann hätte ich mir was überlegen können. Ich finde, du solltest. Na, das reicht halt leider nicht aus. Wieso albern. Total relaxed, albern kann auch tolle Sachen. Ist auch ein Gefühl. Ja, aber das ist mir einfach zu wenig Emotion, ja. Ich will einfach eine dichte Welt und reicht das nicht aus. Du alter Hipster, ey. Aber sicher.
Ich zeige Machina den Fingertrick, wenn der Daumen quasi abgeht. Kennst du den? Wenn man den Daumen so zum Fake abnimmt. Blub. Jojo macht die Lavalampe aus und stellt sie weg. Du reißt sie gerade voll aus ihrer Welt. Alter, das kannst du nicht machen, da bleiben Leute hängen. Ich kann sie ja gleich wieder weg, gleich wieder hinstellen. Sie muss erst noch ein bisschen mehr mit der Flunder kuscheln. Guck mal, wie lieb die Flunder ist. Wenn du nicht mit der Flunder, wenn du nicht mit der Flunder kuschelst, wirst du pink. Ist mir egal, ich will die Lampe wieder haben. Das war keine Lampe. Das hat Blub gemacht. Es war ein Wassergeist. Nein, die sehen anders aus. Wie sehen denn Wassergeister aus? Kommt immer drauf an, aber meistens wie Wasser. Warum? Weil sie es können. Hä? Ich will die Lampe wieder haben. Das war keine Lampe. Flehender Blick Richtung Billy. Ich will, dass das Blub wieder da ist. Ey, Mahina, Billy kann ihren Daumen abnehmen. Das ist ja... Hä? Warum blutet das nicht? Ich kann zaubern. Das ist ihr Zauberfinger. Ich hab noch einen anderen Zauberfinger. Kannst du damit machen, dass das Blub wiederkommt? Nein, aber sie kann warme Luft stinkend machen. Nee, das kannst du. Ich stinke nicht. Wie oft muss ich das eigentlich sagen? Jojöchen, wo ist denn das Blub? Was? Wo ist denn das Blub? Da vorne. Der mit dem Blub. Komm, mach das Blub wieder für sie an. Ja, aber erst, wenn sie mir erklärt, warum Wassergeister sind, was Wassergeister sind. Okay, Marina, erklär, warum Wassergeister sind, was Wassergeister sind. Weil Feuergeister sind, weil Luftgeister das sind, was Luftgeister sind und Erdgeister das, was Erdgeister sind. Aber warum gibt es denn nur Feuer, Wasser, Erde und Luft? Gibt es auch Liebes? Liebesgeister. Nein, es gibt noch mehr, aber das ist mir jetzt zu anstrengend, ich will das Blub wieder haben. Aber es gibt doch auch ganz viele andere Elemente, sowas wie Eisen und was gibt's noch? Magnesium. Ich habe noch keinen Eisengeist getroffen, ich will das Blub wieder haben. Brom. Und Brom. Mahina schiebt Brom, ja. So schmollend ein Brom ist ein tolles vor. Wort. Brom. Blei. Pfropf. Ein Brompfropf. Pfropf. Mit einer Brezel. Pfropf. Brezel ist auch toll. Mach das Blub wieder für sie an jetzt. Ah! Ich mach das Blub wieder an. Juhu! Mahina wackelt so ein bisschen mit den Händen. Toll! Setzt sich dann etwas bequemer hin und fokussiert wieder die Lampe und quittiert wieder jedes einzelne Lava-Blub, was da rauskommt, mit einem Blub. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Lust, dabei zuzusehen, wie sie Blub macht. Dann lass uns doch was Verrücktes machen. Was machen wir denn jetzt Verrücktes? Keine Ahnung, wir haben mit der Wand da angefangen. Hast du noch mehr Farben? Das stimmt, ich habe noch mehr Farben. Guck mal da vorne. Hast du ein Leintuch da? Ich habe alles da. Dann lass uns doch ein Leintuch auf eine Leinwand spannen und wir machen da ein Bild. Wir malen Bilder, komm. Da kannst du Marina auch eine Tube in die Hand drücken und dann kann die auch malen da drauf. Nee, wir müssen keine, wir malen einfach die Wand direkt, ist doch egal. Meinst du aber, das ist so hart? Ach, das geht schon. Das ist nicht wegen geht schon, aber es ist doch viel toller, wenn man das Laken jetzt hier ausbreitet. Aber ich will viel lieber die Wand. Du kannst dann doch das Bild über die Wand hängen. Nee, die Wand direkt. Okay. Was hast du, Wasserspritzpistolen auch da? Müsste ich kramen. Warte mal, ich geh mal kramen. Jojo-Kram. Du hast diese Geräte, mit denen man Silikon in Duschfugen zum Beispiel macht. Jojo-Kram, die Geräte holen, mit denen man Silikon in Duschfugen macht. Wir nennen sie für den heutigen Spielabend Ulf und Jessica. Alles klar. Hallo, da bin ich wieder. Das ist Ulf und das ist Jessica. Jessica ist mir. Gut, dann kriege ich Ulf. Ju. Ulf gefällt mir sowieso viel besser. Der sieht ja auch viel nach dir aus. Ulf? Ja. Sehe ich etwa aus wie ein Ulf? Ja, wie ein Ulf-Pfropf. Mit Brom versehen. Pfropf. Und Brezel. So, hier ist Farbe. Ganz viel. Man kann sie auch ein bisschen mit Wasser verdünnen, aber dann ist hier Überschwemmung. Also vielleicht besser nicht so viel. Nee, das machen wir. Ach, weißt du was? Nicht. Wir machen das jetzt anders. Jojo zieht sich den Pulli aus und bemalt sich und läuft einfach gegen die Wand. Aber nicht zu fest. Läuft gegen die Wand. Kabam! Genau. Nase gebrochen. Nee, nicht zu feste. Sie will es ja nicht wehtun. Wie willst du denn das noch einschätzen, nachdem du drauf bist wie Harry? Ich fürchte, das geht bei Ex sogar noch ganz gut. Richtig. Echt? Okay, ja. Das kann ich schlecht beurteilen. Also wäre es Speed oder Box gewesen, dann hätte ich gesagt, aber Ex, das geht schon. Ex macht dich sogar etwas sensibler.
Billy nicht, wird... Billy macht es nicht sensibel, bitte. Bist du traurig? Nee, Billy wird sich den Körper kunstvoll bemalen und dann sanft gegen die Wand drücken irgendwann. Erotisch meinst du? Vielleicht erotisch. Hast du ja auch noch ein bisschen Eis dabei für deinen Ausschnitt. Nee, nicht heute wieder, bitte. Bitte nicht. Wir wollen unsere Abonnenten nicht weiter vergraulen. Das war schon schlimm genug. Was hat sie gemacht? Ach so. Oh Gott. Schmiert sie sich auch ein bisschen Zeug auf die Lippen? Nee, die hat ja schon genug Lippenstift drauf. Anyways, also das brauchst du jetzt nicht noch extra. Stimmt. Lipgloss. Okay. Die Hälfte von Billys Maske klebt an der Wand. Wie die Homer Simpson Schmink-Shotgun, weißt du? Ja, genau. So, ja. Irgendwer guckt da drauf, was ist das? Billys bessere Hälfte. Und nachdem Billy quasi dann alles da soweit angemalt hat, wird sie auch anfangen, andere Höhlenmalereien bei Jojo an die Wände zu klatschen. Was? Höhlenmalereien? Ja, Höhlenmalereien mit Senftuben und Ketchup. Du musst dann renovieren, wenn wir da fertig sind, Kind. Sie hat auch Schokoladencreme und Erdnussbutter und Marmelade. Karamell? Ah, flüssiges Karamell. Karamellsoße höchstens. Karamellsoße, hey, jo. Das hat sie, ja. Ja, wunderbar. Und bei den Ketchup-Sorten hast du auch sehr viel Auswahl. Also hat drei. Gut. Mach die nicht alle leer, sonst ist Gigor sauer, wenn er das nächste Mal kommt. Hast du Currysoße auch da? Klar. Juhu. Unten im Schrank. Geil. Und in dem Moment, währenddessen setzt sich Jojo hin und hat Marshmallows und tunkt sie in Karamellsoße. Schokoladencreme und was sie noch findet, Erdnussbutter. Senf. Nee, das, ja doch, auch Senf. Aber ohne Scheiß. Jojo taucht ein Marshmallow in Senf und gibt die Mahina. Schmeckt voll Laser. Das kribbelt voll auf der Zunge. Gib ihr aber keine Erdnussbutter, weil ansonsten weiß, wie die aussieht, wenn die Erdnussbutter isst. Die kriegt das doch nicht vom Gaumen runter. Ich will noch rein, bitte. Mach Erdnussbutter drauf. Jojo stellt dir eine Schüssel hin und gibt dir ein Marshmallow in die Hand mit Erdnussbutter. Das klebt am Gaumen. Lass mich raten, sie hat die mit pseudo-echten Stückchen. Klar. Die dann richtig schön noch so spitz sind im Mund. Geil. Oh Gott, muss Jojo wirklich am nächsten Tag renovieren? Nee, nur ich wenn übertreib's das nicht. Hält. Hallo, du schmierst Essen an die Wand. Es ist kein Essen, das ist Staffascheck-Dreck. Okay, das stinkt aber irgendwann schlecht. Tierisch. Wieso? Das hat mehr Haltbarkeit. Stinkt nie. Das hat mehr Haltbarkeit als du. Genau. Das stimmt wahrscheinlich. Hallo, liebe Freunde von White Russians. Ich bin die Stimme aus dem Hintergrund, die Herrin von Düse. Heute spreche ich das Outro für euch. Ich hoffe, euch gefällt es. Wieder einmal müssen wir euch darauf hinweisen, dass die White Russians Drogenkonsum nicht unterstützen. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge Spaß gemacht hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt uns fleißig Comments auf YouTube oder auf http://whiterussianssr5.wordpress.com. Wir freuen uns über euer Feedback. Zdravo, dragi prijatelji Belih Rusa. Ja sam taj glas iz pozadine. Gospodarica Dize. Danas za vas ja govorim outro. Nadam se da vam se dopada. Još jednom moram da naglasim da Beli Rusi ne podržavaju konzumiranje droge. Nadamo se da vam se dopalo slušanje ove epizode i da ćete nam se još jedanput pridružiti u sljedeće mentovanje. Ostavite nam vaš komentar ili like. Molimo vas da nam napišete i ostavite vaš komentar na našem YouTube kanalu
Ilin na stranici White Russians srpet tačka wordpress.com. Čekujemo vaš odgovor. Und das war Serbisch. Wie immer müssen wir erwähnen, dass die White Russians mit der Creative Commons License erstellt wurden, beziehungsweise unter der Creative Commons License laufen. Das heißt, wir haben keinerlei Ansprüche an irgendwelchen genannten Markennamen. Sollte es Überschneidungen geben mit irgendwelchen tatsächlich existierenden Personen, nehmen wir davon Abstand, beziehungsweise müssen klarstellen, dass das alles fiktive Charaktere sind, fiktive Handlungen ausführen. Aus dem Grund nochmal angesagt, The Shadowrun gehört der Tops Incorporated. Wir haben damit nichts zu tun. Die Intro- und Outro-Music kommen von den Kremlkrauts, genauer gesagt von Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Zu finden sind die Leute auf soundcloud.com. Schaut mal rein, gibt's viele Musik, die man sich anhören kann. Und das war's auch dann von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ein schönes Leben und bis zum nächsten Mal. Eure White Russians. Tschüss.